zu nicht so ist, dann lehrt sie draußen und dann stehst du da und dann gehst du weiter. Einfach machen. Wenn wir wollen, etwas verändern und wir können immer so viel drüber meckern und lamentieren, dass nichts passiert, wir müssen aktiv selber rein. Einfach mal machen. Am kalten Wasser lehrt ihr schwimmen und nicht in heinsten Momenten, wo ihr lehrt und nicht in heinsten Momenten, die wie hart sind. Nicht abgehen, eine Strategie entwickeln. Was sind meine Themen, die ich will setzen? Was ist mein Message, den ich will gehen? Aber am herzlichsten wollte ich eigentlich all diejenigen begrüßen, die noch nicht gewählt sind und die sich mit dem Gedanken tragen, sich politisch zu engagieren. Denn um sie geht es heute Abend. Was uns umtreibt, ist die Frage, warum es unter den Gewählten in diesem Lande so wenige Frauen gibt und was geschehen müsste, damit sich daran etwas ändert. Als Gäste haben wir auf dem Podium vier Frauen, die es geschafft haben, die es in der luxemburgischen Politik bis ganz nach oben gebracht haben. Wen wir nicht auf dem Podium haben, sind all die Frauen, die nicht gewählt wurden, die sich nicht gegenüber ihren männlichen Parteikollegen durchsetzen konnten, die nicht zu Worte kamen, die sich nicht legitim fanden, gefühlt haben, die rausgemobbt wurden oder die sich für ihre Familie entschieden haben. Die vier Frauen hier oben sind also gar nicht repräsentativ, aber sie arbeiten daran. Nora Back. Sie ist Arbeitspsychologin, seit 2004 beim OGBL, zuerst als Zentralsekretärin des Bereichs Santé, Services Sociaux et Educatif, dann seit 2018 als Generalsekretärin und seit 2019 als Präsidentin. Nora Back ist seit 2019 auch Präsidentin der Chambre des Salariés. Juna Bernhardt hat Geschichte und Non-Profit-Management studiert. Von 2016 bis 2018 war sie Präsidentin der Confédération Générale de la Jeunesse. 2018 hat sie bei den Chamberwahlen kandidiert und ist für Saint-Tonson ins Parlament nachgerückt. Seit 2019 ist sie Co-Präsidentin von Belgrenk und seit Ende 2019 ist sie eine der Vizepräsidentinnen der Chambre. Tanja Bofferding ist Erzieherin, hat einen Masterabschluss in Sozialwissenschaften und arbeitete als Gewerkschaftssekretärin beim OGBL. Sie war von 2013 bis 2018 LSFP-Abgeordnete im Parlament und bis 2018 auch Gemeinderätin in Eschersett. Sie war von 2014 bis 2019 Vizepräsidentin der LSFP und seit Oktober 2018 ist Tanja Bofferding als Innenministerin und Gleichstellungsministerin Mitglied der luxemburgischen Regierung. Und schließlich René Wagner. Sie ist ausgebildete Bibliothekarin und Historikerin. Sie war Gründungsmitglied der Greng Alternativ, Partei, aus der der Greng hervorgegangen ist. Von 1991 bis 1994 war sie Mitglied des Gemeinderates der Stadt Luxemburg. Und dann ab 1994 bis 2004 Mitglied der Chambre. René Wagner ist unter anderem Autorin eines wissenschaftlichen Werkes über die Geschichte des Frauenwahlrechts in Luxemburg. So, damit habe ich Sie hier oben vorgestellt. Wir beginnen mit René Wagner, die uns einen Überblick geben möchte. Wir haben sie gebeten, eigentlich uns noch einmal einen Überblick zu geben über die Geschichte der Rolle der Frauen in der luxemburgischen Politik und auch ihre zahlenmäßige Bedeutung. Ja, vielmals merci, Jürgen Sturz. Ich wollte es noch dabei sein, dass ich nicht mehr in einer Partei bin. Nicht, dass ich eigentlich keine heimliche Agenda verfolge, plus die öffentlich von einer Feministin. Ja, ich finde, ich habe eine Zwölfenheit zusammengestellt, die kommen zum Teil aus eigenen Recherchen, zum Teil auch aus anderen Ressourcen, besonders den rezentesten Rapport vom Observatoire de la Participation Politique des Femmes. Ich weiß nicht, ob das heute geht. Ja.
Für uns zu fangen, wollte ich ein paar Slides zum historisch-rechtlichen Kontext erweisen, den die Partizipation von den Frauen stark beeinflusst wird. Und es sind zwei Elemente wichtig. Das ist nur nicht schlimm, wenn wir nicht alles gelesen haben. Die Kinder haben vielleicht gelesen: Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Das ist der Code Civil von 1804 und der war gültig bis 1972, respektive 1974. Das ist die ganze Zeit von Frauen, eigentlich die bestimmte Frauen, nicht mündig. Am 19. Jahrhundert war es auch ganz normal, dass Frauen ein ganz viel andere Rechte geordnet hatten, wie zum Beispiel Wählen zu gehen. Sie hatten auch kein Unrecht auf eine ordentliche Schulbildung, die echt Lyceen kommen, echt Anfang vom 20. Jahrhundert. Und dann den zweiten wichtigen Punkt, das Frauengesetz von 1919. Das war ein fundamentales Changement, wo die Frauen dürften für die erste Wähle gehen. Und damit wurden sie eben auch politisch gleichgestellt. Mehr dazu eben aber nicht geheißen, dass sie Zivilrechte gekriegt hätten, also die bestürzten Frauen. Code Napoleon wurde damit nicht aufgeschafft. Ich will eine ganz kleine Hommage an die Frauen nennen, die sich für die Frauenwahlrecht angesetzt haben. Das sind ganz viele unbekannte Frauen, aber auch Frauen aus dem bürgerlichen Milieu. Wie zum Beispiel heute Sozialistin Margaret Morinas Cervé, die sich ganz viel angesagt hat. Und dann aber auch die zweitwichtigste Frau aus der Zeit, Marguerite Thomas Clement, erste Deputierte am Lützburger Parlament von 1919 bis 1931. Sie wurde als Sozialistin gewählt, wurde später in linksliberal und hat sich ganz viel für Frauenkurs angesagt. Nur hier, also nur 1931, wo keine Frau mehr in der Chambre bis 1965. So, wir kommen auf die drischen Zöllen zu schwätzen. Und hier ist ein Grafik, die ein bisschen nicht komplex ist, über die ich mich lernen will schwätzen, aber du hast keine Zeit mehr, das ist nicht schlimm, mir die ist wichtig. Die fängt an bei 1919, hält ab bei 2018. Nachher der hier gesehen, also ein Längsschnitt von der Beteiligung von den Frauen und Wahlen für die Chamber. Und ganz wichtig, es geht also um die Situation bei den Wahlen. Es geht nicht darum, wer nur den Prozentsatz von den Frauen an der Chamber, wo wir Leute nur gelegt sind, etc. Es geht darum, wer sind Frauen gewählt. Und da hat er dann die Blöcke von den, vom Tor von den Frauen als Kandidatinnen, also so viel Prozent von den Leuten, die kandidiert wurden, Frauen. Ihr seht, dass das relativ minimal bleibt bis 1961. Und dann kommt hier eine fulminante Entwicklung, auf die wir immer noch angehen. Und die rosa Kurve, das ist ein Tor von den Elüen. Das ist ungefähr ähnlich, auch relativ fulminant ändert sich das Bild 1961. Und da wird es dann aber ein bisschen mehr kompliziert. Und die orange gestrichelte Kurve aus dem EK, also die Distanz zwischen dem Tor von den Kandidatinnen und den Elüen. Es kann jetzt so sein, dass es eine Andehnung an drei gibt, den ersten Teil bis zum Zweiten Weltkrieg. Da gibt es immer einzelne Frauen, die hier vielleicht probiert haben an der Politik, die sich aufgestellt haben, gibt aber wie gesagt nicht eingewirkt. Dann den zweiten, die zweite Phase 1945 bis 1960, da gibt es an der internationalen Literatur als Gang durch die Wüste bezeichnet. Also falls sich überhaupt Frauen irgendwie abgestellt haben, gilt in so vielen Gemeinden wie wohl null Chance. Und dann könnte die dritte Phase kann eigentlich schon ein bisschen wie frei aufhängen, weil das die Lulling 1965 nur gerückt als mir die echte Wahlen. Wo dann vom richtig losgegangen als das von 1969. Und auf die letzte Phase will ich nun eigentlich ganz kurz abholen. Für was aus dem Changement da? Natürlich wird das mit der gesellschaftlichen Veränderung zu denen wie 1968, kulturelle Revolution, kommen aber auch andere Aspekte dabei. Neue Generationen von Frauen, die nun im Krieg kommen, sind, die eine viel bessere Bildung hatten, die an den 60er Jahren abgekommen ist, dann natürlich auch die neue Frauenbewegung, die schon an den 60er Jahren umgesetzt wird, den MLF, den wir in Stern
für sich notamment auch für Gleichstellung von bestimmten Frauen anzusetzen. Voilà. Und dann vielleicht jetzt zurückzukommen, die letzten Ideen. Also, so kann man so 1968 bis 1984, da sind die zwei Kurven relativ parallel, die blaue und die rosa. Das ist nicht optimal, wir tragen regelmäßig immer im Gewirkt, den EK bleibt dieselbe Stimme. Und dann kommt aber von 1989 bis heute, wo der Tor von den Elüen bei 20% liegt. Und das ändert quasi nichts mit den zwei Ausnahmen von 2009 und 2013, und nur bei den letzten Wahlen, wo wir rum auf 20%. Das ist da als ein Problem. Seitdem, dass der Tor von den Kandidaturen extrem an Blut geht, und das könnte durch Paritätsgesetz, ob die Löschte sie ganz viele Frauen, die sie nicht gewählt. Dann ist es froh, dass du schief lebst. Okay, vielleicht dann nur in Kürze. War das eine Grafik über den Unterschied von den Frauen an der aktiven Bevölkerung, also Frauen, die gegen Remuneration arbeiten, geht relativ parallel mit der politischen Partizipation, also auch durch den Umschwung Anfang von den 70er Jahren. Auch da gesagt, in so einer Plattform, wo es nicht mehr vier geht, das ist relativ ähnlich. Und dann zurück bei der Politik, wenn wir die letzten Wahlen gucken, wenn wir gucken, wie die Touren an den verschiedenen Zirkumskriptionen sind, fällt einem auf, dass am Zentrum und am Osten relativ viel Frage wird, und am Norden und am Süden nicht. Man kann ja so die kleinen Bezirke, das variiert relativ stark, trotzdem, also da war eine Tendenz, also den Osten, wo es ja nicht so gut mit das ist ein bisschen den Speckgürtel von der Stadt, gehen, und du hast eine andere Population wie am Süden. Ne? Also du sagst ja auch soziale Aspekte, die machen, dass Frauen Männer gewirkt. Natürlich wird nur nach anderen Phänomenen spielen eine Rolle, mit. Ich denke, das ist aber relativ klar. Bei den politischen Parteien ist es auch interessant, also jetzt sind noch keine Tour mehr absolut zu wählen, wie viele Frauen 2018 gewählt dürfen. Da fällt auf, dass einerseits die Kleinparteien keine Frauen Rücken tun, keine Rücken geschickt tun, je nachdem, wie das für die sind. Und dann haben auch die Parteien vom linken Spektrum keine Frauen Rücken tun. Plus E-Slide zu den Kommunalwahlen, da kann ich sagen, da wird eigentlich ein bisschen besser ausgesagt. Allerdings, wenn ich dann an den Detail gehe, da gesagt eben, dass zwar an der Gemeinderät viel freier sind, wie bei den Chefinnen an den Goyamisch, die haben das anderem nicht so gut bestanden. Das ist dann der Ausbruch von dem Glas-Ceiling, von dem wir jetzt noch ein bisschen völlig schwätzen. Weil er hat just die lange Lage von neuen Rechten, die Frauen aber gut tun. Ich ziehe es nicht alle ab, ich habe just pur markiert, also den Achse an die Lisse 1911, das Wahlrecht 1919, 1967, Salär egal, Fehltrabei egal, 1974, der Teilbruch von Code Civil. Und nachher kehren, das tut mit europäischen Richtlinien zu tun, dass der Krümel da steht. Und 2006 ganz wichtig, die Durchschreibung vom Egalitätsprinzip an Konstitution. Und das Gesetz, von dem ich nur schon beschwert habe, über die Liste Elektoral. Ja, pur Kostern als Konklusion, also das ist wirklich mein persönliches Kostern, ich habe mehr. Erstens den Tor von der Partizipation von den Frauen stagniert, wenn man sich das Bild von der Nationalwahl anguckt, wie viele Frauen auch schon mal gewählt gehen. Dass wir das überhaupt wissen, das zeigt auch, dass Zölle wichtig sind. Und da muss ich sagen, haben wir ein Problem zu Lützeburg. Wir haben ein Observatoire, den aber auf wörtliche Face steht, den immer neu aktiviert wird, für die Zölle zusammenzustellen. Da kann auch das Ministerium eine wichtige Rolle spielen. Aber wir haben eine Chambre, die meines Wissens nicht ganz viel mischt, um Niveau zu wählen. Auch nicht, weil die Chambre intern ist, zum Beispiel, wie viele Frauen sind in der Kommission. Wir einfach wollen ein Bild kriegen, wo sind wir überhaupt drin.
zweite Kurs, da mit einem Apparat legislativ, den nicht klappt. Also mit einerseits Erwerbssystem, den für Newcomer ganz ungünstig ist, weil die Mensch persönlichkeitsorientiert ist, man kann erschärfen. Das gilt also auch für die Frauen, die neu wollen abkommen. Und zweitens, wenn man eben das Paritätsgesetz hat, nicht greift. So, man muss dann nur denken, was muss geschehen. Und die dritte Kurs, da es liegt nicht oder nicht mehr, zumindest bei den National- und Europawahlen und den Frauen. Und jetzt sind da genug da, die wollten dabei sein. Merci. Merci, René Wagner. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Tainer Bofferding wird aus familiären Gründen, was umso schöner ist, nachher möglicherweise früher weggehen müssen. Also ich bitte Sie, das gleich zu entschuldigen. Ja, Nora Bock. In Luxemburg wird Politik ja nicht nur im Parlament gemacht, sondern wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, immer noch außerparlamentarisch. Wenn ich kann das, die Fotos vergleiche aus den 80er Jahren und der letzten Tage, frage ich mich, ob sich sehr vieles verbessert hat in der Repräsentativität bei diesen Organen intermédiaires. Wie sehen Sie das? Gibt es einen Fortschritt? Ja, leider nicht genug. Also ich finde auch gemerkt, Rimmernkeier, opfallisch, die letzte Stich, wo wir zusammensitzen, das nach ein Freiheitmann, die auch dabei war, die kann bezeihen, dass auch noch ein Herr dabei, den dabei war. Mit Familienminister an ich waren von, 90, von 50 Leuten, die dabei waren, mit insgesamt 9 Frauen, wirklich vertreten als Frauen. Und das ist aber erschreckend, ehrlich. Ich bin alles dann aber überrascht, dass wir da nicht mehr weit sind. Natürlich ist das ein besseres Bild, wie wenn es für 3 Jahre erlebt hat, aber das ist aber noch weit nicht genug der Fortschritt, den wir da gesehen haben. Und das gesagt dann noch auf den Fotos, das möchte auch etwas aus, das möchte aber auch ehrlich etwas aus an der Stimmung. Ich bin überzeugt davon, dass das auch dazu beiträgt, dass es auch nicht mehr nicht verhandelt wird, auch nicht mehr nicht geschwärzt wird, wie wenn man da mehr Parität hat. Was musste denn geschehen, damit im OGBL eine Frau Präsidentin wird? Das hätte man ja auch nicht vor 10 Jahren erwartet. Ja, das war, weil der OGBL eine Open Organisation ist, die cool genug war und zeitgemäß genug war, für das zuzulassen. Wir sind ganz stolz, dass ich viele Frauen aus dem OGBL. Da sei es ein Apparat, der dann oft durchgestellt wird als so ein Allmänner-Apparat, so ein Gewerkschaft, das ist oft so ein altmännliches Bild, wo ihn da hört, Pratt war. Obwohl man auch, selbst die dem Brünnising zu nicht weisen, also einfach durch die Evolution im Arbeitsmarkt natürlich auch nach immer viele Männer hatten, die aktiv waren, und auch haut noch immer mehr Personal delegierten haben an den Betrieben, die Männer sind wie Frauen. Und als jeweils Instanzen auch noch immer keine Parität der Regel das, war den Apparat mit seinen Gremien bereit, für eine Frau und seine Spitze zu wählen. Und das ist schön. Also ich bin froh, dass ich die Person, die ich bin, und ich bin aber auch wirklich froh, dass als Organisation Pratt dafür war. Dieser Erfolg. Dieser Erfolg spiegelt er sich auch auf den anderen Hierarchieebenen der Organisation wider? Ja, absolut. Wir sind wirklich da am Gang viel besser zu gehen. Sind da in einer Reihe Jahren, also ich glaube, sind da 10 Jahre, haben wir mehr Frauen auch beschäftigt, am OGBL, also hauptamtliche Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschafterinnen, die am OGBL beschäftigt sind, das kontinuierlich besser gehen, so dass man auch an der Decisionsebene, wo wir ja heute drüber schwätzen, mehr Frauen haben in unserer Geschäftsführung. Wir haben eine Kollegin dabei, Michelle Kloos, die mit an der Geschäftsführung ist, wo wir auch mehr Frauen sind, wie es war. Wir haben an den anderen Gremien, also Organen, von Strukturen von unserer Organisation, immer mehr Frauen vertreten, aber noch immer nicht genug. Und da sticht ganz vieles Hand drin. Wir haben eine bessere Entwicklung, auf jeden Fall. Ja, ist es ein, jetzt, Sie sagen, es geht voran und Sie haben das auch in der Hierarchie etwas verankern können. Ist es verankert? Ist es gesucht? Ist da eine Strategie dahinter? Oder haben wir gerade mal Glück gehabt?
bisschen von allem, wir haben keine Quote angefordert am Gebäude. Also das ist keine Obligation, dass man die Gremien muss in Parität tun oder eine Frauenquote tun. Wir haben aber dafür gesorgt. Also das, dafür gesorgt gehen auch meine Viergänger an vier Drunen schon, dass dafür gesorgt gehen, dass man wirklich gucken, aktiv Frauen auch zu motivieren, die DW anzuschlagen vom gewerkschaftlichen Engagement. Und das ist kein einfacher Weg, weil man viel muss kämpfen und streiten. Also das bringt den Job mit sich an den Engagement, weil er durch einen Job ist, der nicht Bürostunden funktioniert. Das haben wir dann auch an den letzten Tisch gesehen. Weil er den Job ist, wo ihn eben oft auch ein bisschen aus seiner Komfortzone muss rauskommen, aber wo ihn auch sein Familienleben, also aber drinnen leid, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und wir haben aber alles gemacht für Frauen, junge Frauen auch zu motivieren, den Weg da anzugehen, und das haben wir recht, und wir hatten Glück, gut junge Frauen zu finden, die das gemacht haben. Und wir müssen also wir haben ja die Leute, die für den Gebäude arbeiten, und dann haben wir aber als Membran, als Militanten, als engagierte Legierten. Und da haben wir auch wirklich eine super gute Atmosphäre an unserem Departement Equality. Und das ist gewohnt in den letzten Jahren. Also du hast mega viel gemäht gehen, und du siehst wirklich gut Frauen zusammenkommen, die einfach nicht loslassen. Und du merkst, es bewegt sich etwas. Das ist am Gang etwas real zu geschehen an der Gesellschaft. Und das drückt sich da total aus. Also das ist wirklich aber gut. Ja, aktiv darüber geschafft, Chance gehabt, gleichzeitig noch nicht da gekommen, wo wir wollen. Sie haben das eben leicht angedeutet, dass auch bei Tripartitverhandlungen, dass es eigentlich ganz, ich weiß nicht, angenehm oder effizient wäre, wenn dort mehr Frauen wären. Was wäre denn der Mehrwert, wenn mehr Frauen in der Politik wären? Wie würde sich das konkret auswirken? Ich denke, dass wie immer am Leben immens wichtig ist, Diversität zu haben. Also das mischt ja alles aus. Und das gilt für Geschlechterfrauen, das gilt für Altfrauen. Und das ist auch wichtig, dass man, wenn man in einer Situation ist, wo Leute aus verschiedenen Interessen zusammen sind und Lösungen müssen finden, an gestritten geht, und das ist es ja. Also du kommst ja zusammen, und du willst jeder etwas anderes, dann wir müssen aber zusammen etwas rauskriegen. Dann ist es doch wichtig, dass, also am Ende wird es wichtig, dass man auch die Diversität an der Geschlechterfrau daran hätten, für ein anderes Temperament daran zu kriegen an Diskussionen. Ich so in der Erfahrung, weil ich den Job heute lang machen, und ich viel gestritten habe mit Männern. Und nicht immer besanigt war, wie wenn ich mit Frauen zusammen war. Und ich war selber im Gebäude für meine Funktion Haut zuständig für die Frauenabteilung, haben wir das damals genannt, also den Departement des Femmes. Und ich komme aber, also ich war jung am Gebäude, Jungfrau, relativ lang, da waren wir noch nicht so viele Frauen. Und ich kriege den Job, und dann sind ich aus einem Alltag, wo ich ständig mit älteren Herren an Reunionen sitze, an Reunionen kommen, wo nicht mehr Frauen sitzen, und wir waren da im Saal dabei. Und das ist für mich also direkt ganz anders schaffen gewesen, weil einfach in den anderen Schwarzen gelassen hat, weil auch nicht so geschaut ging. Weil ich aber irgendwie, ja, also zwei Männer so, dass ich muss heute das Mikro holen, und ich muss scheitzen, für das ich mich imposieren. Also ich hatte das Gefühl, dass du dann halt ob ein anderer Art und Weise man nicht verhandelt wird. Weil da will nicht, will so nicht, kann du nicht mehr mit Frauen am Lösen verhandeln. Also ich meine, Diversität geht gut an alle Diskussionen. Okay. Tuna Bernhard, vielleicht die Frage auch an Sie. Was ist der Mehrwert, wenn mehr Frauen in der Politik sind? Es gibt ja auch andere Bevölkerungsgruppen, die schlecht oder gar nicht im Parlament vertreten sind, etwa Ausländer, Grenzgänger, Minderjährige, People of Color, Leute über 80 sind kaum vertreten. Und das akzeptieren wir ja auch und gehen da ganz naiv davon aus, dass die Herren, die da sitzen, die irgendwie mitvertreten würden. Warum sollte? Also ich ging so in die Gruppen, die Stelo abgezählt hast, dass das sind da verschiedene, die nicht nur ein Glas-Ceiling haben, aber die haben eine Feierfach-Verglasung irgendwo. Und,
Ich meine, dass man heute in diesem Kontext über Diversität Männer, Frauen, verschiedene Geschlechter, Schwarze, wir natürlich, wir sind an dieser Runde, gerade wenn man über Diversität an der Chambre, an der Regierung, an der Politik schwätzen, dann muss ich sagen, okay, wir brauchen ein Spiegel von der Gesellschaft. Und da fehlen ganz viele verschiedene Gruppierungen, die an ihrem Alltag diskriminiert gehen oder einfach nicht genug gehört gehen, die einfach ein wichtiges zu suchen haben. Also das ist ganz, ganz klar, dass man da sogenannte Blind Spots haben. Und ich meine, die haben wir auch an der Frau rund um Frauen, Beispiel Period Poverty, also wenn Frauen sich nicht können leisten, Binden, Tampon zu kaufen. Als ein Sujet, den bis an der Geschichte kaum ein Mann irgendwo angeschwärt hat. Kann ihn die schon bald nicht verübeln. Aber das beweist einfach, dass es wichtig ist, dass Frauen da sind und dass sie Sujet auf den Ordre du Jour setzen und dass das dann abgegrafft wird. Und da sind andere, die es multiplizieren. Und ich meine, gerade zum Thema von den Period Boxes gibt es ganz viele gute Beispiele, die das entretemps machen. Aber ich meine, das sind Sujets, wo Frauen natürlich noch einen anderen Bezug dazu haben. Und da wäre es wichtig, dass sie da sitzen, dass sie können mitschwätzen, weil sie einfach einen Blick auf Realitäten haben, wo andere Gruppierungen, Männer, in diesem Fall natürlich nicht dieselben Blick haben. Gar nicht davon, dass Schwarz vom Faktor von der Repräsentativität, von der Diversität, die einfach nicht eine Plus-Value ist. Sie sind sehr jung in die Politik gekommen. Sie sind jetzt schon Präsidentin Ihrer Partei. Ist doch alles okay. Inwiefern ist das Thema für Sie jetzt persönlich noch von Bedeutung? Also allgemein, ja, aber für Sie persönlich, wie war Ihr Weg? Inwiefern ist es noch von Bedeutung für Sie? An dem Sinn, dass ich immer immens humble schon bald bin, dass ich mich irgendwie so dadurch gekämpft habe oder du gelandet bin. Und ich beginne viel jünger, mit denen ich dann am Kader von der Sejodel zusammen geschafft habe. Und die Loa Jugendpartei sind und immer so, bei uns ist das nicht so einfach. Und da sage ich, ja, vielleicht hat es Chance, mit das meine ich nicht nur den Faktor Chance, das ist auch ein Faktor, bon, selber dafür schaffen, aber auch natürlich ein Schwaff von der richtigen Partei, weil, und das wollte ich vielleicht noch ergänzen, noch um das, was Nora sagt, das ist eine Frage von der Organisationskultur. Das ist ganz klar für mich evident, dass eine Partei oder eine Gewerkschaft oder sonst irgendeine Gruppierung, wenn die will, dass Frauen sich wohlfühlen, dass sie mitschwätzen, dass sie etwas zu suchen haben, dann gibt es Mechanismen, die sie am Platz setzen als Organisation, für es mir einfach zu machen, auch für das sie als Frau Lust hat, sich zu engagieren, und dass sie einen Platz hat, und dass sie Visibilität hat. Und das sind alles Faktoren, das sind Stellschrauben, die als Partei kann drum drehen gehen. Quote sind eng, muss nicht nur Quote sein, wir haben gedeelte Redner lösten. Bei uns ist es so, an unserem Exekutivkomitee schwätzt nur ein Mann, schwätzt eine Frau oder nur eine Frau, schwätzt ein Mann. Und das möchte, dass du einfach per se weißt, hey, ich muss auch nicht streiten an ihnen abbrechen. Aber das ist klar, alle Geschlecht kann sich zu Wort melden. Das sind so kleine Sachen, die manchmal eine Rolle spielen am Faktor, wie willkommen sind ich, wie viel trauen ich mich zu schwätzen, wie sind einfach von der Organisationskultur gewollt. Zurück zu den Frau. ja, ich bin 30 Jahre und ich bin Parteipräsidentin und ich bin seit 4 Jahren in der Chambre. Ich muss so in Heinz-Duck leben, ich selber noch nicht. Ich bin natürlich stolz, aber ich habe gesehen, dass ich umso mehr die Aufgabe habe, für also die Vierreiterrolle weiterzumachen. Und ich habe eine Frau Vierreiter, du warst manchmal auch relativ jung, wie du in der Chambre warst. Es sollen dann hoffentlich noch viel mehr Nummer kommen, aber das ist natürlich etwas, wohin muss die Leute mitholen und weisen, wie es geht. Und die Ängste, die Frauen haben oder die jungen Menschen haben, die Faktoren, die mitspielen, dass sie zweifelt oder Frauen, die ihn hört, die müssen einen Raum können, um für die zu stellen. Und das ist nicht mehr einfach, für das zu einem Peer zu stellen. Und ein anderer Junge und dann so, wie hast du das gemacht, was das ist dein Trick, was denkst du darüber, soll ich das encouragieren, das ist manchmal enorm wichtig und dann ist es die Resusarbeit wichtig und dann ist es gut, dass wir heute noch ein Teil sitzen. Vielleicht noch eine letzte Frage, allgemein hat die Koalition, die seit 2013
die Regierung stellt, sehr viele Akzente gesetzt in diesem Bereich. Unter anderem sind sehr viele hohe Posten in den Verwaltungen, aber auch in Verwaltungsräten mit Frauen besetzt worden. Wo sehen Sie da noch, was fehlt noch? Naja, also ich meine, das mache Punkt. Was erwarten Sie von dieser Regierung noch? Also wir müssen ganz sicher, sie haben danach immer nicht all die Plätze so gefüllt, wie wir sie müssten. Und ich meine, das ist das konstante Defi, den wir uns immer müssen umgehen, für Frauen auf Posten zu setzen. Aber gleichzeitig geht es doch darum, für Frauen abzubauen, auf Frauen Pratzenmänner zu coachen. Und zu sagen, hey, du kannst das, trau dir zu, was brauchst du, wenn du dich nicht traust, oder für was fühlst du dich unsicher. Die Faktoren, und da ganz sicher müssen wir auch, auch eine Debatte darüber feiern, was sind Hemmungen oder ja, was sind Faktoren, die Frauen hemmen für sich an Politik zu beginnen oder an Verwaltungsräte. Also Zeiten, die nicht Dauerzeiten, die vielleicht am Konflikt sind zu einfach einer Kehrarbeit, die daheim stattfindet, wo Frauen sich einfach mehr responsabel fühlen, für dann daheim zu sein. Also dann kriege ich an der Chambre. Also es sind so Faktoren, die irgendwo eine Rolle spielen, wo man manchmal auch eine ganz gute Analyse muss machen, was Frauen nicht so oder was Frauen so ein heißes Film ist, nicht brett oder ich will da nicht ran, dann zu analysieren, okay, was ist dann der Grund für was nicht. Und dann durch ob sie Lösungen zu finden. Ich fand das zu bequem von uns, wenn man so, okay, wir haben dich gefroht, du hast nicht gesagt, oft, dann haben wir alles gemacht. Das geht nicht durch. Ich meine, dass man etwas um Strukturelle müssen ändern. Und da gehen die Mengen eine Reihe Stellschrauben, notamment wir auch an der Chambre, die wir uns müssen umgehen. Und da brauchen wir eine Allianz auch Frauen, die diese Stoffe werden ersetzen, weil die Männer werden nicht unbedingt machen. Okay, merci. Tanja Bofferding, Sie sind eine von 6 Ministerinnen in einer Regierung von 17 Leuten. Ist dieser Score, befriedigt Sie dieser Score? Ist das okay? Ich gehe gut von Ihnen, wenn auch mehr Frauen an der Regierung wären. Aber ich muss aber sagen, dass meine Partei damals aber die Initiative geholt und Courage hat, weil es war ja keine Frau direkt an das Parlament gewählt ging. Und wo sich aber damals darauf gehen, ich ging, dass gesagt ging, dass wir gehen an die Regierung und dass gesagt ging, dass wenigstens 2 Frauen dabei sind. Und ich meine, das ist eine Initiative, die kann nur, das war die Sankote. Und das weiß aber, dass Parteien eine große Verantwortung haben und dass sie sich dem auch stellen müssen. Auf jeden Fall meine ich weiß ich auch, dass es geht. Also weder Polet hat müsste ein Sonntagsminister zumachen, noch richtig ein Interieur. Also meine ich, dass man das wird packen. Das Ministère de l'Égalité des Chances, eigentlich haben Sie etwas erwähnt, was ja wirklich die Verantwortung auch auf den Parteien gibt. Also da ist die da ist ein Großteil der Vorarbeit, die geleistet werden muss. Das Ministère de l'Égalité des Chances hat ja eine ganze Reihe früher von Kampagnen gemacht, um Frauen auf die Listen zu bekommen. Mittlerweile haben die Parteien ganz profane Interessen, um das zu machen. Das passiert also fast automatisch. Was kann man jetzt noch machen? Wir haben das ja mit den Listen gelöst. Was bleibt jetzt? Bei dem das Quotengesetz, wo effektiv die meisten Parteien sich 2016 drüber gehalten haben, aber nicht alle. Da sind dann auch ein paar, die können noch drunter schaffen. Aber und weißt du, für allem, dass Quote allein auch nicht durchgeht. Geht nicht nur dort zu sagen, voilà, da haben wir 40% Frauen auf der Liste, Mission accompli. Nein, die Leute müssen noch gewählt gehen. Und die Leute gehen nicht einfach so gewählt, wie drin aus dem Wahlsystem geschwärzt gehen. Aber justement, man muss den Frauen auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, man muss in die Plattformen gehen, man muss sie als Expertinnen an der Materie auftreten lassen, man muss auch weisen, dass sie eben nicht nur da sind, für nur einen zweiten Kurs zu erfüllen, man muss weisen, dass die Frauen auch einen Drop holen und dass sie auch kompetent sind und dass sie Lust haben, dass sie Ideen haben. Und das meine ich, das ist wichtig, dass man gucken, wie man nachhaltig Frauen auch an die Parteien weiter integriert kriegen. Du siehst Parteien, die das ganz gut machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon lange eine Kultur, mehr viele Parteien nicht.
Just für Beispiel zu gehen, am Kader von den Gemeindewahlen, da habe ich alle guten Parteien kommen gelassen und ich gesagt, okay, wie stelle der Job für die Gemeindewahlen, da geht es ja kein Code, sind aber bereit, um die 40% rund zu kommen. Und was geht da eher schon von Strategien? Und was sind auch Probleme, weil den immer hört, ja, mein Hund fragt, froh, mir sie wollen nicht oder mir Pfanne kann, das ist immer die Antwort, in denen der so kriegt. Und mein Hund hat Formationen ausgeschafft, eben einerseits Parteien zu begleiten bei der Rekrutierung, wie in auch sich verschiedene Profile sicher geht, dass sie sich selber eine Strategie gehen, dass sie das dann auch wirklich an der Struktur integrieren. Und mir war darum wichtig, auch den Nachhaltigkeitsaspekt zu kreieren, was geschieht nach der Wahl. Einerseits die Frauen, die gewählt sind, aber auch die Frauen, die nicht gewählt sind, die aber vielleicht Lust haben, die Politik zu machen. Und da sind da extrem viele, die verloren gehen, weil da gehen verschiedene Gründe. Ich werde es nicht da bleiben, mehr Gründe, so, weil Parteien ihnen oft überhaupt keine Opportunität, keine Möglichkeit bieten. Aber da ist es so, oh, in der dritten Alterskommission ist noch ein Platz frei, mit 22 Jahren kannst du wieder gehen. Ganz ehrlich, das trifft doch keinen, egal ob Mann oder Frau, das trifft keinen vom Hocker. Und da muss man einfach andere Möglichkeiten finden. Und da sind auch froh, dass alle in Parteien sagen, ja, das ist wichtig, wir sind bereit, auch die Formation also anzulassen und dass sie auch selber sich eine Strategie sichern. Das heißt, es geht nicht für ein fertiges Rezept, sondern so, und weil es so funktioniert, dass sie sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt und auch guckt, wie kriegen wir so nachhaltig bei uns integriert, auch die Jungen. Weil das ist mein Schnee, wenn der Frau froh sind, auch die Jungen, auch von Pass aus, mir immerhin der fehlende Europa in der Reihe. Ich wollte versuchen, Ihnen auch noch eine Frage zu stellen, was Ihre eigene Karriere anbelangt. Für Sie war es ja nicht ganz so einfach. Sie sind ja im Süden aufgewachsen und noch dazu in der LSAP. Die beiden Sachen zusammen ist da. Das ist von Esch, also. Ja, noch dazu. Also ich erinnere mich an Esch mit Kollegen hier damals. Das war nicht wirklich frauenfreundlich. Und dieser ganze Süden überhaupt, da gab es ja so eine Männerriege, die, wie haben Sie das erlebt? Das ist ja noch nicht so lange her. Ja, ich hatte sich aber die Chance, wo ich zuerst mit der Politik angefangen habe, und ich zwei Frauen an meiner Seite hatte, zwar damals Lydia Moja und Vera Spautz, die extrem unterschiedlich sind. Ich hatte aber die Chance, mich ein bisschen nun hin zu orientieren. Und das hat mir einfach enorm viel geholfen, weil ich sie gesehen habe an ihrem Auftreten, wie sie ihr Dossier präpariert haben, wie sie ihre Politik gemacht haben. Und davon konnte ich ein bisschen lernen. Und da sind wir ganz sehr beim Thema eben die Vorbilder, die wir brauchen. Wir brauchen Vorbilder an der Politik. Wir müssen, und das ist ein bisschen, das hat auch Gina Berner gesagt, hat, wir müssen eine gewisse Vorbildfunktion gehen, auch wenn mein Weg war nicht immer ganz einfach. Ich musste viel ausstürchen und noch nicht immer das kriegt, was ich mir so erwünscht habe. Mir gut, und ich bin eben, also da will ich so, und für mich ist es wichtig, dass ich mich eben auch dafür engagiere, dass die Generationen normal, dass die Jungfrau von Haut nicht müssen, heuernst du den, ja, die amerdanten Situationen mitmachen, wie ich es erlebt habe. Dass es wesentlich mehr einfach kriegen und dass sie daran auch können unterstützen. Das fand ich wichtig, dass eben noch die Frauen, ja, sich unterstützen und sich fördern, eben gerade für zu so ein Hei. Das war schwierig, zu meiner Zeit, oder dass ich kein Trio gehen so, und hey, schon damals den und den Fehler gemacht, heute gebe ich das so machen, und dann kannst du eigentlich um das Mord gehen. Das hat ich auch probieren, eben bei den paar jungen Frauen, die schon so meiner Zeit tun, die schon ein bisschen begleiten, probieren, ich von meinen Erfahrungen, so da noch ein loszuholen zu holen, und hoffen, dass ihnen kann helfen, dass eben, ja, dass ihnen ein bisschen Misere erspürt bleibt. Sie haben damit eigentlich schon das Stichwort gegeben. Was für eine Bedeutung haben Netzwerke unter Frauen? Ich meine, dass Männer Netzwerke haben, das wissen wir. Aber unter Frauen funktioniert es hier in Luxemburg? Gibt es da eine Solidarität? Vielleicht auch eine Frage an die anderen? Also so schon mal das, so was vorgestellt, vielleicht am Anfang, wie ich an die Chambre komme, dass ich finde, dass es so ein Club gibt von den weiblichen Deputierten und dass man immer am Mond gegen Nierse gehen, geht es nicht. Geht es nicht. Kann ich vielleicht ein paar probieren, ich weiß nicht. Aber das geht nicht. Ich meine aber, dass Netzwerke wichtig sind, enorm wichtig, gerade zu Lützeburg und auch
da sind natürlich gerade als Frauen an der Politik oder die bisschen ähnlich wie Kühen haben, da sind sich da kann austauschen, da sind da so ein Safe Space wird, wo ihn sich auch gegenseitig kann unterstützen, eine Allianz kann bilden. Ich meine, dass das sich bei mir an Lo an der Chamber ein bisschen natürlich geht, auch durch die Generationen froh. Auch, also, das ist das schon ein bisschen die Doppelkäppchen, von den Jüngsten, aber an der Chamber anders sind eigentlich Frauen. Ich meine, dass das sind so zwei Riesen, die sich da so überschneiden, so als Jungfrauen, und aber auch als Junker, das sind zwei Riesen, die wichtig sind, einfach weil ihnen sich gegenseitig kann unterstützen und Feedback geben und zusammen lehren. Frau Back. Ich meine, dass man ein schönes Beispiel hat, schon, wie es kann funktionieren, dass wir immer für den internationalen Frauentag einen Freistreik, wo es jetzt organisiert wird, sind da zwei, drei Jahre. Und das ist, also lang feiern wir den Tag natürlich auch hier, aber sind da eine Reihe Jahren, also wie groß. Und wir bringen tausende Leute auf die Straße. Und das ist nicht mehr, weil Netzwerke entstanden sind. Aber weil Frauen, die sich zivilgesellschaftlich organisieren und engagieren, Gewerkschaftlerinnen, Politikerinnen, engagiert, Frauen auf allen Niveaus zusammenkommen, an Reso organisiert und an das auf B bringen. Und wenn wir darüber schwätzen, dass man mit Frauen wollen und Politik und Engagement kriegen, dann ist das ja für die Frauen rasch dann noch viel zu bringen, auch für die Themen von der Egalität noch viel zu bringen. Und das geht nicht mehr über die WE, auch an den anderen. Frau Boffending, gibt es Netzwerke oder hat man einzelne Freunde oder gibt es Mentoren? Funktioniert es über Netzwerke? Also ich nur mal kurz, Sie wissen alle, dass es Frau Merkel gelungen ist, während 15 Jahren alle Männer in der CDU wegzuhalten. Und wie hat sie das gemacht? Sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut unter Frauen. Und das hat funktioniert. Würde sowas in Luxemburg auch funktionieren oder ist das Land zu klein? Hält man sich an Freunde oder an Mentoren? Was ist die Bedeutung von Mentoren? Mentorinnen? Ja, enorm wichtig, wie ich wieder schon gesagt habe. Das ist wichtig, dass eben die Frauen, die halt an Führungspositionen sind, die unterstützt sind, dass sie eben die motiviert sind, die nächsten Generationen, dass die begleiten und an denen eben noch zur Seite stehen, wenn du froh sind, weil froh nur den, die wissen halt nicht immer, wen sich soll anlehren. Und dann hilft das enorm, wenn ich dabei eine Person kann zurückgreifen, die schon Erfahrung gemacht hat. Da muss nicht unbedingt eine Frau sein. Ich hatte am Anfang, wo ich in der Lokalpolitik war, aber wie gesagt, die zwei Frauen, die ich mir gesagt habe, da hatte ich auch einen älteren Herr, effektiv, der könnte mein Großpap sein. Den ist ja auch mehr dahinter gesagt, dann hat man mehr alle guten Dossien durchgeholt. Das ist einfach wichtig, dass es nur ist, wenn es ein einfach froh ist, bist du nicht mehr näheren und einfach kann es auch dem seinen Rotschlag im Moment zurückgreifen. Netzwerke sind wichtig, ja. Absolut, aber sie müssen sich natürlich auch fanden, die Leute müssen sich fanden. Das Problem ist aber, dass man anscheinend nicht so riesengroßen Reservoir haben. Das macht es auch ein bisschen mehr schwierig. Ich sehe aber längst jetzt in unserer Gesellschaft, wo wir Allianzen haben, eben beim Frauenstreik, wo auch neue Assoziationen auftauchen, wo auch Männer sich bewusst im Frauenstreik beteiligen, weil sie auch ganz gut sehen fanden, auch die Entwicklung ist immer ganz klar, dass auch mehr Männer sich für die Egalität interessieren und auch sich dafür engagieren. Und dann ist natürlich, ja, muss ihn durchsetzen, muss ihn Zeit tun, zu machen. Ich denke, wenn ein paar Leute sich da fanden, geht das aber mal gut. Ich meine, wir wissen schon, wo wir uns Repären haben, wo wir dem Moment müssen froh gehen. Und ich fand das wirklich eine große Valorisation und wirklich wertvoll, wenn ich auf so Netzwerke und Allianzen kann zurückgreifen. Vielleicht könnte ich da noch hacken, also ich denke, das Beispiel vom Freistreik, weißt du schon, dass das am Anfang definitiv aus der Zivilgesellschaft kommt. Ich denke, hier zu Lützburg, besonders auch in der CITFAM, den da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, an eben nicht Parteien oder dem Minister oder so. Und für mich weiß das auch, dass die Situation stark geändert hat, dass die ganz viele Jungfrauen
die sich engagieren, die vielleicht wohl nicht unbedingt wollen Parteipolitik machen, aber die wollen, dass sich etwas bewegt. Und das fand ich ganz flott, dass auch noch von Jungen oder egal von Männern gespart gehen, die sich das auch wünschen. Also das ist schon ganz ähnlich, gebe ich so, wie vielleicht nach 4 oder 10 Jahren, und da wird vielleicht auch die MeToo-Bewegung eine wichtige Rolle gespielt. Das ist aber auch alles nicht erstehen gemäßelt. Ne? Dafür sind nicht immer dafür, dass Sachen gesetzlich oder über Regeln festgehalten werden, weil wir wissen, wie ein Leute nur da sind und so führen. Ne? René Wagner, Politik ist ein hochkompetitives Geschäft. Der Umgang ist hart. Die Formen sind während 150 Jahren jetzt von Männern geprägt worden. Was bedeutet eigentlich der politische Erfolg von Frauen in einer politischen Welt, die von Männern geprägt wurde? Was bedeutet das eigentlich? Inwiefern ist das ein Erfolg? Das klingt so einfach froh. Also ich, vielleicht komme ich noch zurück auf die Frage vom Mehrwert von Frauen an der Politik. Ich fand das nämlich ein bisschen problematisch. Für was muss es den Mehrwert sein, das Recht für Frauen an Politik zu gehen? Das ist ja die Idee von der Gleichstellung. Also das ist mal der nächste Punkt. Und dann meine ich, also an dem Sinn wichtig, weil alle Sozialgruppen schon müssen auch selber für ihre Rechte kämpfen. Das tun wir auch bei der Arbeiterbewegung gesehen, wo wir die ersten Arbeiter ans Parlament kommen, wo wirklich auch sie sich konnten eine Stimme verschaffen von den anderen Parteien, die haben mal echt geholt gesehen. Und dadurch ändern sich dann auch im Sachen. Das ist natürlich dann so ein Prozess, den dann an Trulle können. Ich denke, bei den Frauen ist das auch so. Bei den Frauen ist es allerdings, und dafür fand ich den Term von Glass Ceiling trotzdem eigentlich wichtig, es gibt auch strukturelle Probleme. Also für was muss eine Partei so ein Meta-Appes? Für was geht das nicht vom selbst? Für was liegt das nicht von einem an? Das misst die Parität auch an den Parteien da sind und das misst die jungen Frauen und Männer unterstützen, für an Politik zu gehen. Also ich fand da müssen nach viel mehr darüber nachdenken, was da für Barrieren sind. Ne? Ich würde meine Frage dann noch mal ein bisschen konkreter formulieren. Ja. Politik wird ja, das sind Praxen am Werke, die eigentlich sehr banal sind. Zum Beispiel unendlich lange Sitzungen, ja? Weit in den Abend hinein. Der am längsten, also früher war es so, Herr Juncker hat sie alle ausgesessen und damit hatte er es in der Hand, wenn alle todmüde waren, hat er sagen können, was Sache ist. Das ist zum Beispiel die andere Sache, die mir immer im Kopf ist, wie kann man, in der Politik kann man ja kaum überleben ohne Alkohol. Es gibt ja noch mehrere solche, ja, Sie haben es vielleicht eher umgekehrt. Ach so. Es gibt ja, also das politische Geschäft ist ja geprägt von einer Kultur, natürlich, die von Männern gemacht wurde. Und in die müssen sich Frauen jetzt einbringen, einsetzen. Gerade die Sache mit diesen ewig langen, wer will sich das denn zumuten? Wer hat denn Lust darauf? Wer möchte denn nicht vielleicht auch noch eine Familie haben und so weiter? Das ist für mich das wirklich ein Punkt, wo es auch wichtig wäre, dass Frauen zum Beispiel am Parlament sich für ihn zusammendienen. Also du weißt ja aus meiner persönlichen Geschichte, dass ich mal Proposen rage nun am Parlament, für das Oves eine feste Zeit wäre, wo ich abhalten, dass auch gewivert ein Kann ich bei einer Geburt geschwärzt gehen und so viel. Und also dem muss man gleich gelacht, wenn ich selbst gesagt habe. Haut unter. Okay, das ist ein Changement, das ist aber dann noch nicht so groß. Aber das sind effektiv Sachen von einer politischen Kultur, wo ich auch ich muss ankämpfen gegen eine Mentalität, wo sicherlich selbst geschehen. Ich meine, was vielleicht aber haut ähnlich ist, aber können die anderen mich auch korrigieren, dem muss ich war ja noch nicht, wie soll ich sagen, vorher schon eine ganze Reihe Frauen vor mir am Parlament und ich war auch nicht allein. Ich war aber als Feministin, wie ich so auf dem Lidi R. die einzige und allgemein als Frau an den Kommissionen meistens allein, also Gruppenbild mit Damen. Und das konnte ganz gut gehen an verschiedenen Kommissionen, an verschiedenen gar nicht gut, muss ich wirklich ehrlich sagen, auch blöd. Remarken, Aufhebungen, also auch gehen. Natürlich,
erinnert ihn sich immer an so Sachen, nicht? Wo noch ganz viele Flott-Situationen, wo auch Sachen zusammen gemacht sind. Aber trotzdem, eigentlich, als die Kultur ganz klar da gewischt und von Logo gesagt wird, dass das vielleicht noch nicht drüber ist, dann muss ich sagen, okay, dann haben wir aber ein richtiges Problem. Und da will ich auch vielleicht ein bisschen aussetzen. An andere Parlamente gibt es aber den Wille für die Gesundheit, muss die Sache geändert gehen. Das ist nicht normal, dass die Finanzkommission immer nicht mehr Männer sitzen oder dass die Frauen an der Frauenkommission sind. Ich weiß nicht, ob die weitere Menge Frauenkommission gibt, weiß ich nicht. Oder ein Gender- oder ein Gleichheitskommission. Mehr Freier wurden da bald nicht mehr Frauen dran. So dass es eben so eine Abteilung gibt. Oder die Fraktionschefin, wie viele Frauen, wie viele Männer. Oder die Büro, die Konferenz der Präsidenten, die Struktur vom Parlament. Okay, du musst als Frau halt mal da hinkommen. Mir fehlt, dass es auch ein flotter Job hier nur ist, den auch produktiv ist, müsste wirklich da etwas geschehen. Was meinen Sie dazu? Dass wir gerade von der Kultur und der Politik geschweigt haben, die lange Reunionen, effektiv, wo ich schon gefangen habe und ich da auch noch konnte, waren trainieren zwar nicht gerade so lang, aber da sind wir hier noch am Bistro, wo die Decisionen geholt sind. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, weil ich so mit denen frei war und wir sind immer noch an den Bistro gegangen, bis ich verstanden habe, dass dann noch einmal da decidiert ging, weil wir schicken mal an den Office Social, wir gehen mal hier an das Gremium. Und ich habe gesagt, ja, du gehst mal mit. Und das war auch nicht immer schön als einzige Frage. Die Witze sind auch nicht immer immens witzig, die dann da gezählt gehen. Aber ich habe schon einen sauren Apfel gewesen, ich habe gesagt, das heißt, wo Musik spielt, da musst du da durch. Bon, gut, das habe ich dann da gemacht. Und dann, wo ich aber die Möglichkeit hatte, selber, wo ich noch Präsidentin von der Sektion war, habe ich selber Trainierungen fixiert, dann habe ich da nicht das gemacht. Dann ich, meine Reunionen waren da vielleicht ein bisschen mehr lang, wir sind aber nicht an den Bistro gegangen, also doch, wir sind halt mal etwas trinken, hier ist gegangen, wenn wir Lust dazu hatten. Wir haben aber die Decision an den Reunionen geholt. Und eben den, ja, wie nennt sie, die Mentalität für das anders, das zu machen, habe ich immer da abgebrochen. Ich meine, ich brauche immer ein paar Leute, die einfach ja durchgreifen, also, und so, machen wir das anders, das, und dann geht es auch anders. Das. Aber genauso wie immer gemeint wird, die viel Überstunden möchte, da sehen, weil voilà, eine Person, die kompetent ist, und die unersetzbar ist, und bei dem, wie lange schafft, bei dem besser ist. Das ist am Anfang ist ja Bullshit, wir wissen nicht alle gut. Und aber, als da so ein nice Cap dran, und schön, ich wusste noch, für E-Beispiel zu gehen, an meinen zwei Ministerien, und ich frage mal, ob ich Posten gesagt, weil sie Qualifikationen haben, und die haben eine Arbeitsreduktion, auch gefroren, dass sie kriegt. Aber das war aber am Anfang ein Riesenthema, wo auch einmal gesagt haben, du kannst das nicht machen, Leute in der Position, das geht nicht, dass die nicht so 4 Stunden schaffen und dass die Männer Dinge haben, weil ich habe durchgesagt und geht. Und heute fällt mal keinem ob, wie es geht. Und da sind auch andere, die kommen und schaffen, da sucht geschwind Männer kommen, die mal eine Arbeitsreduktion aufrufen. Aber das ist möglich, das muss ich natürlich machen. Das ist nicht immer so einfach. Ich weiß, dass durch Motivation nicht immer durchgeht, aber trotzdem, all die Sachen sind ja nicht naturgegeben. Ich meine, so wie sie sich entwickelt tun, und das ist ja am Anfang der Positiv drin. Wir können darum ändern. Noch ein Backe. Ja, das ist ein großes Thema an der beruflichen Laufbahn von den Frauen an Tempartiellen. Und das haut leider nach immer, wie Tanja erzählt, und das ist überall ein Problem für Post der Responsabilität zu kommen. Du hast es so, dass man überhaupt, gibt es ja kein Recht, den Tempartiell zu kreieren, muss ich schon eben eine Chance tun, dann eine Portemont zu tun, an der Privatwirtschaft, die irgendwie gibt. Und effektiv ist das oft nach immer leider ein Hindernis für auf Responsabilitätsposten zu kommen. Aber da kann ich noch politisch gehen. Und da muss ich ein vereinfacht Recht auf Tempartiell schaffen, dass auch mehr Männer auf Teilzeit habe ich zurückgreifen. Und dass dann eben noch die Charge von der Familie und dem Haushalt und so auch mehr verdient wird auf Männer und Frauen, sodass man eben noch mehr Absicht garantieren können für die Frauen und ihrem beruflichen Weh eben einer Posten anzugehen. Und dann ist aber auch von uns eine Forderung schon ewig, dass wir eine generalisierte Arbeitszeitverkürzung hatten, dass wir eben die Möglichkeit hatten, dass Leute, Familien daheim hier Privatleben und hier Berufsleben besser nach den Hut kriegen und dass wir eben nicht mehr die Diskrepanz hatten zwischen Männern und Machten, Fulltime-Job und Frauen, Tempartiell und kümmern sich um Familie und Haushalt. Also der Congé Politik wäre nicht genug?
Nee, die Congé-Politik geht nicht durch, das ist eine Hölle für eben die Stunde, wo ich aktiv dann noch Politik möchte, freigestellt zu kriegen für das zu machen. Aber das geht ja nicht durch, weil ihr, also für die Congé-Politik zu kriegen, muss ich gewählt sein. Und wir wollen ja, ich schwätze mal, ich gerade darüber, wen wir oder Frauen motiviert kriegen, sich abzusetzen und auf politische Wege anzugehen. Und dafür brauche ich Zeit. Und das ist ein Hindernis. Wir wissen nicht alle gut, was wir wollen, dass die Leute sich nach neben ihrer Arbeit und ihrem Alltag, ihrer Familienleben und Haushalt engagieren. Dann, da geht du Zeit drauf. Und dafür kann ich noch arbeitsrechtlich dafür sorgen, dass wir politisch mehr weit kommen. Ich will du vielleicht just kurz darauf angehen, ob den Thema Teilzeitarbeit, weil ich meine, dass den ein bisschen. So ein Handel, all denen Probleme steht, mir Mengen Haut, Frauen und Männer hätte wirklich dieselbe Situation. Und das ist eigentlich gar nicht wahr. Ne? Das hat natürlich Repercussionen auf Politik, mit hat auch noch ganz viel andere. Und wie ich angefangen habe an der Politik, da hat man mal eine Broschüre, die hat gesagt, weshalb wollen Frauen den 6-Stunden-Tag, ich meine, kann auch aus der Gewerkschaft gewischt sein, und das sind noch 40 Jahre hier oder so. Und das ist aber nicht gekommen. Ne? Das heißt, wir haben heute ein Modell, wo die Frauen Teilzeit schaffen und Männer Vollzeit schaffen, auch wenn sie dann nur Congé parental holen, das ist ja auch tipptopp. Aber das Ungleichgewicht, das ist da, das möchte ich nur bei den Pensionen bemerkbar, das möchte ich bei dem Divorce bemerkbar, das möchte ich an der Politik bemerkbar, weil die Frauen aber auch dadurch, dass sie sich hauptsächlich oder viel mehr über Familie kümmern, auch ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben oft mehr, nicht immer, aber das kommt aber ganz oft dabei, also die Geschichte vom Selbstbewusstsein an der Politik, die spielt auch heute, meine ich, aber noch eine Rolle. Wenn ich da Schiffer nennen, dass eine Frau von 3 ab 30 reduziert die Arbeitszeit. Und das ist, wahrscheinlich dann Menschen, die dann da werden Kinder kriegen, Familie gründen. Ich würde sagen, ja, die Menschen können auch noch einen zweiten älteren Teil. Und da sind wir auch in der Statistik nicht unbedingt, dass es zu einer Arbeitsreduktion kommt. Und das, wie gesagt, gehen aus Teilzeitarbeit, aus Teilzeitpei, mit allen Konsequenzen, die das ja nur mitzuspringt. Das ist immer den, ja, der ganze Rattenschwanz, den er da haben drunter steht. Und wir hatten da gesehen, an der Pandemie, mit der Covid-Krise, da hat man vom Lise also einen echten kleinen Lies machen gelöst. Und das ist so frappant, wo ihnen einfach gesagt, sobald eine Krise ist, weil aber wir nicht mehr in einem normalen Zustand sind, dann sind wir ganz klar, dass die Frauen die Konsequenzen davon zu spüren kriegen. Und wir sehen, dass eben die Krise einen Impact auf das Geschlecht hat, dass sie unterschiedlich erleben. Und anders das, was auch frappant ist, von warum da bei der Diskussion sind, die Akkieren, die wir haben, oder auch die Wehe, die wir schon an der Egalität gegangen sind, das ist immens fragiler. Sobald wir dann in einer Krise sind, zack, da gehen wir um so einen Schritt nach vorne. Und ich meine, da ist es wichtig, dass es auch nicht nur bei der Bestandsabnahme bleibt, aber das muss daraus auch lehren sein, dass wir die Konsequenzen gucken, wenn wir nichts mehr in einer Situation sind, dass es nicht auch um so weit geht. Und das ist halt einfach frappant, dass wir so müssen da mehr bewusst sein und wir müssen dann die, ja, richtige Initiative geholt gehen, wie auch viel darüber gesagt gehen, dass gesetzlich, dass es klar ist, nicht nur der Gutwill, sondern dass wir das wirklich auch verankern, für eben einfach zu gucken, ja, dass wir nächster Krise mal nicht einen 10 Schritt nach vorne gehen. Und ich meine, da sind wir in ganz Europa, Frauen, Rechter, die nur vorgestellt gehen, das wäre nie mehr möglich, und zack, verschiedene gehen 20 Schritte zurück. Und das ist frappant. Und dann erlässt wird, ich meine, so, muss noch bei den Jungen aussetzen, man auch gut, was man die Jungen in der Politik geschwärt, mir wird die ganze Education, Sozialisation, da muss man auch aussetzen, da muss man schon den Terrain präparieren, dass man noch nicht mehr in den Situationen sieht, wo man es heute befindet. Und das ist für mich eine absolute Priorität. Und ich meine, da haben wir auch noch eine rich Erfahrung zu machen, eben wenn wir die Jungen edukieren und noch nicht mehr so zu viel Geschlechtertrennung machen und die Mädchen und die Jungen abdehlen. Und das ist, weil wir sind Konsequenzen heute davon. Sie müssen bald los. Ich würde gerne noch ein kurz auf die Frage der Darstellung von Frauen in der Politik kommen, also durch Medien, aber vielleicht auch in den sozialen Medien. Hat sich daran etwas verändert? Ist es heute für eine Frau genauso einfach und schwer,
sich in der Politik darzustellen. Es ist ein Darstellungsgeschäft. Ja. Hat sich da was verändert? Ist es heute besser, Juna? Also ich von den frustrierendsten Konstanten sind auch Gott sei Dank sind immer noch mehr positiver wie negativer. Es hat mich ganz, ganz viel frustrierter, dass ich merke, ich kann mir noch so viel mehr gehen, für ein super Rät zu präparieren, ein Thema abzubringen, irgendwie an der Chambre Stellung zu holen, mich mit dem Sujet aufs Netz zu setzen. Und ich gehe einfach, wenn ich Leute begegne, mehr darüber gesprochen, wie ihr Ragisch auf Nationalfeier darin hat. Und das ist etwas, da wünsche ich mir, dass wir davon fortkommen. Und das ist eine Tatsache. Und das ist so frustrant und so schrecklich, weil ich drüge muss, weil ich was mein Inhalt da sind, dann werde ich so, und dann, ob ich in den Storen habe, mit mir auseinandersetzen, dann, das ist doch scheißegal, wer ihr Ragen schon. Und ich weiß nicht, wie viele Leute die Kosten vom Tipp, männlichen Deputierten, ob dann, voilà, okay. Dann müsste mir fragen, vielleicht auch ein paar Altsäuber, für das mal Info untergeben, das ist ja auch schuld. Also das einfach, das frappiert mich, und das ist eine Realität, und genauso wie eine Realität, dass, ja, dass ich ein Feedback kriege, ob ich am Klartag einen Lippenstift habe, dann die Leute setzen sich nicht mit dem Kontinu auseinander. Das nervt, das ist wirklich, wirklich frustrierend. Und ich meine nicht, dass solche männliche Kollegen an der Politik auch nicht mehr aussetzen, weil sie etwas Ähnliches erleben. Und da brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Wandel. Und ich probiere alle Chaos, wenn ich so eine Macht kriege, die Leute so, merci, das ist ganz live, aber das ist nicht der Punkt, das ist nicht, ne? Und ich meine verschiedene, ja, ich weiß nicht, wie wir da fortkommen. Das ist schon ein Frustpunkt. Ja. Wie kommen wir davon weg, Madame Bufferding? Okay, dann sage ich darüber. Ja, ich kann das bestätigen. Ich meine, natürlich kein Problem, wenn ein Kompliment gemacht wird. Wir wollen nicht nur darüber reduziert gehen. Das ist genau der Punkt. Und ich kann mich erinnern, dass ein Magazin, den Luna Rezant zwei neue ministerische porträtiert hat, und die haben, ich weiß nicht, was ich für die Unterschau war, und sie haben dreimal den namischen Titel gegeben. Kein Verstehen, für was? Boah, wir waren alle drei zielstrebig. Ich sagte, ja, okay, das sind wir effektiv. Wir sind nicht nur zielstrebig, wir sind auch anders. Und plus, dass wir gerade alle drei namischen Titel kriegen, ist auch ein bisschen verbannt. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich an den Amt gekommen bin, war da kriegt ihr viel Interview früher, wo Porträts gemacht gehen. Und effektiv, das gesehen, ist immer ein Thema. Für und allem dann auch die Figur, wo dann gesagt wird, ja, weil bei mir dann so, ja, zierlich, dann wird die viel Dossier da, packt das da, und so weiter und so fort. Und ich gehe, boah, der zierlich da, da muss doch viel Sport, relativ viel, aus gut NRW, mit viel Energie, es hat ja auch keinen Dori, aber schreibe, weil das ist viel das, nee, das immer dann nicht ahnt. Und das ist das, was heißt, du nervt, wenn einfach sagt, oh, come on, wir haben mich zu bitten, wie just das tun. Und das ist schon. Ja, das ist ein bisschen anstrengend und nervt. Mir war das natürlich auch Presse. Die Leute, die wir da schreiben, haben auch eine gewisse Responsabilität. Ich meine, die müssen sich umlassen, aber mehr auf Froh stellen, wie sie eben eine Politikerin will porträtieren. Gibt es da genug Bewusstsein bei der Presse? Wir haben hier eine ehemalige Journalistin. Wie werden Frauen auf Fotos dargestellt? Wie werden sie porträtiert, immer auf der emotionalen Ebene? Ist das so? Spüren Sie das auch so, wenn Sie die Tageszeitungen aufschlagen? Also ich weiß nicht, ob ich das so durch die Bank so gesehen. Ich meine, da geht es immer noch, besonders bei Magazinen, wo ganz viel um Fotos geht, wo so ein Zucht Journalismus gemacht wird. Schon aber das Gefühl, dass sich trotzdem Sachen geändert haben. Und das leidet auch darunter, dass immer mehr Journalistinnen da sind. Also das letzte Mal habe ich den Highlight abgedreht und gedacht, aha, die Welt hat sich geändert, sitzen Frauen, die Fragestaltung so zu fragen, die geantwortet haben, das wird auch 24 Jahre nicht gehen. Also von daher meine ich sicher Sachen an Bewegung und ich gehe aber davon aus, dass Frauen das dann oft nicht machen, weil sie selber wissen, wie penibel das ist. Es gibt alles, ne? Also im Allgemeinen. Und trotzdem, natürlich gibt es die Thematik da. Ja, das ist ein bisschen zweischneidig, muss ich ehrlich sagen. Wie ich an Politik gekommen bin,
Du hund ich zum Teil sogar als Vierdeel empfand, eine Frau zu sehen, weil ich war so der Papagei. Ne? Ich war nicht mehr Männer da an ihre schwarze Kostüme, immer effektiv. Und ich bin abgefallen, weil ich eine junge Frau war. Ne? Das hat dann auch schon einen gewissen Impact gehabt. Natürlich kann es sich nicht darüber reduzieren, die wir noch nicht darüber zählen, das bringt nichts. Mit funktioniert, aber hast du trotzdem so. Ich gebe so, dass es schon wichtig ist, einfach, dass den Matzinger Persönlichkeit eben dann an Politik geht, zu der steht und wann so Sachen vorkommen, muss ich mal vielleicht schon bei den guten Rotschlägen, die in der Leute gehen, da kann ich fand nicht auch den Journalisten, Journalistinnen so ein Hai. Das fand ich immens unpassend. Ich will mich noch nicht reduzieren lassen, ob ein Bild etc. Ich wollte Sie tatsächlich noch alle bitten, ob Sie Ratschläge, konkrete Ratschläge an eine junge Kandidatin haben. Was würden Sie denen heute auf den Weg geben, wenn Sie den politischen Weg einschlagen wollen? Oder Moffeli? Weil ich muss gehen, weil ich mal einfach tut. Marit. Mare, du hast nichts zu verlieren, zählt durch, wenn es nicht so ist, dann leert sie draußen und dann stehst du da und dann gehst du weiter. Einfach machen. Das ist das Wichtigste. Und das hilft du, sind auch du die helfen, du bist nicht allein. Okay. Merci, meine Frau. Ich meine es unhöflich. Nee. Sie sind entschuldigt. Madame Pack. Ja, ich kann mich da nicht mehr anschließen. Das ist wichtig, dass man es macht. Und wenn wir wollen, etwas verändern, und wir können immer so viel drüber meckern und lamentieren, dass nichts passiert, wir müssen aktiv selber angreifen und sollen einfach durchziehen und müssen da drüber stehen. Ich würde den Hindernisse, die wir da begegnen, effektiv den latenten Sexismus, den ihr Leben haben, haut auch noch als Frauen an so Positionen, das dann so, und wie drin ist so, da musst du anfangen. Also ich hatte das auch schon, ich bin mega oft am Anfang, wo ich Präsidentin gewählt gesehen, sind ich weiß nicht, wie oft immer gefragt gehen, wie viel das sich un als Frau Präsidentin zu sein. Und sie sind ultra blöd froh, weil ich bin nur Präsidentin gewählt gehen, und ich bin eben eine Frau. Und du auch, den, ich bin nur im Kongress von Mojabel, den Abend, wo ich, den Tag, wo ich gewählt gesehen, direkt ob nach der Studio müsste fahren. Und die erste Frage war, wie macht er das mit der Familie? Und du hast ihm gesagt, tut er das dann noch den Rötschen Sender und den Jean Castanero und den Jean-Claude Reding gefragt, wie sie das da gemacht haben. Und war live auf Antenne und ich war noch ganz, also war ja alles für mich auch noch neu und aufregend und so. Und ich meine, sie sollen ihn dafür gehen. Du bist da drüber stehen, aber für und allem, wenn man will, etwas bewegen, muss man aufstehen. Wunderbar. Juna Berner? Ja, vielleicht ausschließend Doruna, weil du dänisch er mag. Am kalten Wasser lehrt ich schwammen. Und nicht Angst tun für Runden. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Männer stellen sich die Frage auch oft nicht. Das trotzdem machen, drauf wissen. Und das ist okay, dass ich mal Fehler möchte. Das ist okay, um Hilfe zu fragen. Das ist okay, sich zusammen zu dehnen. Allianzen zu bilden, von ihnen zu lehren und da ranzuwissen. Und das fand ich das nach auch so ein Faktor, ne, als Frau oft für den schon alle guten die Argumente am Kopf, für wer den nicht soll machen oder ob ihn sich das zutraut oder ob ihn das kann, ob er den das richtig Schmatt bringt, ob er die richtigen Kompetenzen hat und ob ihn sich dann durchgesetzt kriegt. Einfach mal machen. Und am kalten Wasser lehrt ich schwammen und nicht in heinste Momente, wo er lehrt und nicht in heinste Momente, die mein Herz sehen und da könnt ihr mehr reich und mehr stark draußen raus und sehen einfach von allem richtig, richtig viel beeindruckend schöne Momente, wertvolle Momente und ich weiß nicht, wie dir geht, Nora, geht in den Schlufen und sagen denen sich, okay, hey, ich bin auf der richtigen Platz hier und ich mache etwas und da sind aktiv und da sind engagiert und das sind sich an für eine Vision, die ihn hat, wie eine politische Vision, die doch immer ist. Und ich fand das länger so gut gefühlt und das ist wichtig, dass sie eben als Frau ihn sich dafür aussetzt. Merci. René Wagner. Ja, es sind nur schon eine ganze Reihe Punkte genannt. Ich will da zwei oder vier hier, wenn die einen aus meiner persönlichen Geschichte schon oft Fehler gemacht, weil ich auch gedacht habe,
Das geht nicht. Ich bin nicht auf Presse zugegangen. Ich habe immer gefunden, dass das deontologisch nicht richtig ist. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, wenn so, dann müssen die Männer, die nicht da stehen, die Männer, die gehen auf Presse zu, die gehen hier Themen, die weisen, dass sie da sind. Das muss ich auch als Frau machen, anders geht es nicht, also weil wir auch viel von den Medien geschwärzt haben. An den zweiten Punkt ist, eine politische Karriere braucht einen langen Atem. Wir haben nicht ganz viel über das Wahlsystem geschwärzt, mit denen nicht unbedingt bei der ersten Kehr gewählt, die vielleicht recht bei der dritten Kehr gewählt, es wird ihnen immer mehr gewählt, weil die wie lange dabei ist, das ist auch ein Phänomen von unserem Wahlsystem, also nicht abgehen. Eine Strategie entwickeln, was sind meine Themen, die ich will setzen, was ist mein Message, den ich will gehen, und das noch wie nicht aus den Erfolgen, das wäre ein wichtiger Punkt. Merci.